wunderbar. 160 zum ersten. 160 zum zweiten. 160 zum dritten. Ich sage zuerst an der Bergstraße, Heppenheim, Bergstraße nähe Heidelberg. Ich komme auch aus der Bergstraße, also 50 Kilometer südlich vom Frankfurter Flughafen. Das wissen dann die meisten, wie das läuft. Und die, das wichtigste Nadelöhr in Deutschland von Nord nach Süd. Ich sage natürlich, dass ich aus Lambertheim komme. Was bedeutet für Sie die Bergstraße? Also es ist meine Heimat. Ich wurde hier groß und ich kenne hier alles. Ich habe hier meine Freunde, meine Familie. Es ist einfach mein Zuhause hier. Prominent, sozial und engagiert. Das sind heute Abend die Botschafter der Bergstraße. Und somit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Benefizgala-Abend hier in Bensheim im Pegasus. Nicole Reinhardt, Klaus Schlappner und Franz Lambert sammeln heute Abend für den guten Zweck für das Hospiz in Bensheim. Ich freue mich, dass ich vor einem vollen Haus stehen darf. Erstmals in meinem Leben mit einem Headset. Wir unterstützen den Hospizverein für den Bau des stationären Hospizes schon seit mehreren Jahren mit unterschiedlichen Aktionen. Wir haben mittlerweile dank der Spendenbereitschaft unserer Leser knapp 250.000 Euro eingeworben. Und das heute Abend ist der Start zu einer weiteren Spendenoffensive. Wir sind sehr dankbar, dass die Botschafter der Bergstraße sich bereit erklärt haben, heute Abend mit uns gemeinsam dieses Programm zu gestalten. Ich darf für die zweite Hälfte noch viele angenehme Überraschungen versprechen. Franz Lambert wird noch mal kommen, die Blütenwegjatzer werden spielen, Walter Renneisen wird Heinz Erhardt rezitieren. Am Schluss werden wir Trikots der Nationalmannschaft und von unserem Formel-1-Star Sebastian Vettel versteigern. Das wird Schlappi machen, der ehemalige Fußballtrainer Klaus Schlappner. Es wird ein runder Abend und ich bin sicher, es wird noch nett. Wie wichtig ist es für Sie, sich für Charity einzusetzen oder jetzt auch für das Hospiz hier in Bensheim? Natürlich, hier gibt es gar kein Vertun. Ich bin extra aus China zurückgeflogen, war am Sonntagmorgen dann hier und habe diese Veranstaltung sehr gerne gemacht. Und die Veranstaltung ist ein toller Erfolg, ist ein Riesenerfolg. All meine Botschafterkollegen und Kolleginnen, die haben hier ein tolles Programm gemacht und die Veranstaltung in der Organisation einmal frei. Also es ist absolut, es ist sehr wichtig, dass Leute sich dafür einsetzen. Selbst einem geht es gut und dann anderen was dafür zu geben. Man selbst bekommt ja auch viel und man ist stolz darauf, wenn man auch was zurückgeben kann. Und heute Abend, das ist ein guter Zweck, das macht man dann einfach gerne. Und haben Sie schon viel gesammelt und an Lose verkauft? Ja, wir sind fleißig dabei, es kommt noch einiges zusammen und wir hoffen, dass es noch mehr wird. Ganz erwacht im grauen Forst, erstaunt in einem Adlerhorst. Sie blickt sich um und denkt betroffen, mein lieber Schwan, war ich besoffen. Wer sind denn die 12 Botschafter, die Sie ausgewählt haben und wen hätten Sie noch gerne dabei? Also heute Abend ist die Mehrzahl mit auf der Bühne, 7 von 12. Einer der Topstars der nächsten 10 Jahre. Der wird das nächste Mal dabei sein, ist Sebastian Vettel. Er ist sicherlich das Gesicht, was um den Globus herum mittlerweile das bekannteste überhaupt aus der Region ist. Und gleichzeitig der jüngste Botschafter. Wir sehen, welche Perspektiven wir noch haben. Aber auch der Medizin-Nobelpreisträger aus Waldmichelbach, Harald Zuhausen. Und es ist ja verwunderlich, dass ein Medizin-Nobelpreisträger nicht aus London, Paris oder New York kommt, sondern aus Waldmichelbach im Kreis Bergstraße. Das sind sozusagen noch die Stars, die wir beim nächsten Mal mit auf die Bühne bringen werden. Ich bin ganz sicher, das wird eine Erfolgsstory. Ich würde mich sehr freuen, wenn unser starker Rundfunk von der Bergstraße wieder mit dabei wäre. Wenn es mir irgendwie möglich ist, dann bin ich immer bereit,
für solche Sachen zu spielen. Und das ist natürlich in erster Linie immer eine Terminfrage, weil wenn ich die Möglichkeit habe, setze ich mich selbstverständlich dafür ein und gerade auch hier als Botschafter der Bergstraße, als der Landrat mich gefragt hat, war das natürlich eine Selbstverständlichkeit, heute hier dabei zu sein. Unser unterhaltsamer Abend geht zu Ende und eine große Summe an Spenden wurde eingenommen. Falls Sie heute Abend nicht dabei sein konnten, können Sie natürlich immer noch spenden und Pate werden des Hospiz, indem Sie anrufen unter 06251 680 404. Das war Ihre Miriam Heinz aus Bensheim.